bin sehr froh, dass ich in Wien bin, weil ich habe immer so nachgeguckt, diese Lecture, die sind recht begehrt, sage ich mal. Und jetzt stehe ich selber hier und freue mich, dass ich zu Ihnen sprechen kann. Titel steht da, Social Video Learning, eine didaktische Zäsur. Ich anfange vielleicht ein paar Worte zu uns Ghost Thinkern. Das ist ja im universitären Kontext so ein bisschen befremdlich, dass einer aus der GmbH, aus einem wirtschaftsnahen Unternehmen spricht. Wir sind ein Team mittlerweile, da ist gar nicht mal alles drauf, von 9 bis 10 Personen. So alles, was man braucht, um mit E-Learning, mit Lernen, Wissen, Medien sich zu beschäftigen, also Sport, Mediendidaktiker, ITler und Kommunikationsexperten. Wir haben seit Gründung 2005 einen sehr engen Link zur Universität, Universität Hamburg, Gabi Reimann wurde gesagt, aber jetzt auch Universität St. Gallen, Frau Seufert, wo wir im Bereich Wirtschaftspädagogik mitarbeiten. Und wenn man mich fragt, uns fragt, worum geht es euch, was ist wichtig, dann ist das Thema Trainerbildung. Trainerbildung bewusst verkürzt, also nicht Trainerausbildung, sondern Trainerbildung, weil es nah auch an Lehrerbildung liegt. Und das nächste Wort Lehrkompetenz weist darauf hin, was da nochmal im Zentrum steht. Das hängt mit unseren Werkzeugen zusammen, wo es immer darum geht, seine Gedanken zu artikulieren. Deshalb ist das Thema Lehre uns so wichtig. Wenn man uns anfragt oder wie wir mit Partnern zusammenarbeiten, dann ist es nicht so, dass wir so nur ein Tool verkaufen. Das würde ich gerne als Geschäftsführer machen, aber als Ghost Thinker bleiben wir meistens sehr lange bei unserem Kunden, um quasi eine systemische Veränderung in den Organisationen voranzutreiben, weil es ist einfach, das wissen Sie selbst, mit einem Tool nicht getan. Tool ist vielleicht die notwendige Bedingung, aber noch lange nicht hinreichend. Da sind ganz viele Facetten, die man begleiten muss, vor allen Dingen auch Menschen begleiten in diesem Transformationsprozess. Und die Lösungskonzepte, die wir verwenden, die kennen Sie vielleicht vom Wording her, Blended Learning, Community Learning und eben Social Video Learning. Was dahinter steckt, werden wir im Vortrag hören. Ich habe mir Folgendes ausgedacht, ich möchte, weil ich damit die längste Erfahrung habe, das ist das reifeste Beispiel aus dem Sport beginnen. Das ist quasi Social Video Learning in der Trainerausbildung. Und ich bitte Sie beim Zuhören, egal was ich sage, wenn ich von Form Tospen spreche, es geht immer um Lehrsituationen im Sport. Und die sind vielfältig, von Coaching-Prozessen, Technikanalysen, immer an ihre Kontexte zu denken. Also wenn Sie in der Lehrausbildung sind, einfach dort ein Bild sich vorstellen aus der Lehrerausbildung, weil mir geht es um die Struktur dessen, wie man Lehrenden quasi fördern kann in der reflexiven Praxis. Nach dieser sehr dichten Beschreibung des Sportbeispiels Trainerbildung möchte ich einen Transfer machen in die Lehrerbildung, also in die Hochschule. Da wurde eben auch erwähnt, ein aktuelles Projekt von 2 Wiener Hochschulen, hier die PH und die Uni Wien, die mit Prepare ein Projekt an den Start bekommen haben, wo wir auch Partner sind, wo es um die reflexive Praxis geht. Also das Thema Social Video Learning jetzt auf reflexive Praxis bei der Lehrerausbildung bezogen. Und am Ende möchte ich ein paar wenige theoretische Anmerkungen machen, wirklich so ein paar Skizzenbeispiele, um mit Ihnen auch ins Gespräch zu kommen, hinten raus, was das Thema Social Video Learning praktisch und auch theoretisch kann. Fangen wir an, dichte Beschreibung, Thema Sport. Also ich nehme Sie jetzt mit in den Kontext des Sports und denken Sie sich bei all das, was Sie versuchen, so einen Transfer auch in Ihre, wenn Sie, wer kommt aus der Lehrerbildung? 1, 2, 3, 4, okay, gut, 5. Wir haben im Sport, in der Trainerausbildung eine ganze Reihe von Herausforderungen. Also in Deutschland gibt es 600.000 Trainer, meist ehrenamtliche Trainer, die auf verschiedenen Sportarten, verschiedenen Lizenzstufen, junge Menschen von 14 bis 50 versuchen, quasi Training beizubringen, Spiel beizubringen, Sport beizubringen. Und diese Art von Lehrer macht das in Ehrenamt und jeder weiß, Ehrenamt ist ein sehr gutes Konzept, aber immer weniger Trainer haben Zeit dafür, weil sie durch Schule und Beruf immer quasi mehr eingespannt werden und dieses Ehrenamt-Thema erodiert von innen. Da muss man was gegen machen. Wenig Begeisterung, nachhaltiges Lernen für die Aus- und Weiterbildung, das kennen wir eigentlich durch alle Bildungsinstitutionen, das ist ein Thema, wo man sagt, naja, also egal ob ich jetzt in der Lehrerbildung bin, es könnte schon mehr Begeisterung sein, es könnte auch mehr Nachhaltigkeit sein. Unten rechts die Mediengewohnheiten der jungen Generation berücksichtigen. Also im Sport, Ausbildungsstrukturen haben wir immer noch teilweise, ich sag mal, sehr klassische Strukturen und da werden die Mediengewohnheiten der jüngeren Generation nicht berücksichtigt. Jüngere Generation, XYZ-Generation, ist jetzt ja nicht, dass die sagen, wir wollen komplett das Medienprogramm haben, sondern aus Studien wissen wir, dass sie einen gemäßigten Einsatz von Medien wollen, aber dann auch bitte sehr professionell.
unten Silos, Wissenssilos, denkt man hier an die Lehrerbildung, dass in jedem Land macht jedes Land die Lehrerbildung gleich, also macht quasi ihr Ding. Lehrerbildung ist Ländersache. Und entsprechend wird das Rad tausendmal neu erfunden, aber die Länder kooperieren nicht miteinander. Das kann man sich jetzt innerhalb eines ganzen Landes denken, mit den jeweiligen Bundesländern, oder über Länder hinaus. Da werden wir später noch drauf kommen. Also das ganze Thema Wissensmanagement. Und als Folge rechts geringe ungleiche Standards. Also in Deutschland ist es so, dass wenn man in Hamburg sich ausbilden lässt, ist es was ganz anderes, als wenn man es in Bayern macht. Also auch da gibt es, denke ich mal, Parallelen zur Lehrerbildung. Und darauf, das ist quasi der Rahmen, um den es mir geht und mir ging 2007, als wir gestartet sind, wo wir gesagt haben, okay, das ist keine Zeit für Ehrenamt, wir müssen zeitlich flexiblere Strukturen an den Start kriegen. Wir müssen bei wenig Begeisterung über eine neue Didaktik nachdenken. Also angefangen von den Zielen, Methoden bis zu Prüfungsformaten. Da muss was Neues passieren. Wir müssen klar die Medien in adäquater Weise integrieren. Wir müssen bei den Wissenssilos Austausch auf Austausch setzen. Auch wenn jeder sagt, das geht nicht, das geht aus tausend Gründen eben nicht. Wir müssen Austauschprozesse fördern und Riesenzauberwort Transparenz fördern zwischen Strukturen. Unten, das sind die ganzen Themen der organisationalen Lernprozesse. Da werde ich auch noch zurückkommen, weil ich es für sehr, sehr wichtig halte, sich auch damit zu beschäftigen und nicht nur mit individuellen oder teambasierten Prozessen. So, das ist der Rahmen, den ich aufspanne und meine These ist am Anfang, dass man für jeder dieser Facetten eine Antwort geben muss, wenn man Innovationsprozesse nach vorne bringen will. Also Sie merken, mir geht es sehr stark um soziale Innovation, das ist mein Credo, sonst möchte ich gar nicht anfangen. Also es geht darum, tatsächlich Praxis von Lehrenden zu verändern. Dass die sagen, ich habe es früher so gemacht, gelernt und heute mache ich es so mit den jeweiligen Strukturen. So, eine erste Veränderung ist, und die ist massiv, neue Zeit- und Raummuster. Wenn man erstmal hinschaut, Trainerbildung im Sport, ist ein falscher Buchstabe, kennt man das, Blended Learning, aber jetzt kommt Connected, was heißt das? Also klassische Präsenzlehre, Vor-Ort-Präsenz habe ich Body-to-Body genannt, weil die körperliche, leibhaftige Interaktion ist für mich das Kriterium, warum man sich überhaupt treffen soll. So, und wenn ich das so sage, dann muss man mal viel drüber nachdenken, ja, ist das denn wirklich so? Als ich 2007 in den Sport kam, kamen 20 Jugendliche, so vom 15, 16, 17, 18-Jährigen, 100 Kilometer gefahren, um sich einen Tag in den Seminarraum zu setzen, um von dem Dozenten vollgetextet zu werden. Das heißt, es geht nicht, es geht überhaupt nicht. Und wenn man aber jetzt sagt, okay, wenn man sich trifft, dann macht man tatsächlich Body-to-Body-Interaktionen. Und wenn man vor dem Kriterium auswählt, was macht man denn eigentlich jetzt? So, dann fällt auf jeden Fall vieles weg. Und die Grundidee war, dass man jetzt diese Vor-Ort-Präsenz einrahmt durch eine Online-Phase, haben wir lange noch gesagt, und eine Online-Phase danach, also in die Zange genommen. So, und hieran sieht man jetzt, dass man sagt, okay, es geht darum, im Vorfeld Wissen, nicht nur irgendwas zu lesen, sondern Vorwissen zu teilen, kollaborativ tätig zu sein, Wissen sichtbar zu machen. Und der Begriff dezentral weist jetzt auf etwas hin, was uns relativ spät gekommen ist, weil wir sehr stark eine Online-Brille anhatten. Wir haben gesagt, ja, im Vorfeld macht man Online-Lernen. Online-Lernen, denkt jeder, PC, macht da irgendwas online. So, aber das ist auch gar nicht das entscheidende Kriterium für diese Phase, weil online sind wir immer. Wir sind auch in der Präsenz online und machen auch in der Präsenz online etwas. Zum Beispiel, wenn man Unterrichtsanalysen macht vor Ort, wenn man reinschaut, kann man auch das eben mit der Umgebung machen. Aber hier geht es darum, dezentrale Prozesse zum Thema zu machen. Das geht also hier darum, dass man sagt, hier, wenn die hier sind, oben links in der Phase, sind die ja räumlich verteilt in ihren Heimatvereinen und machen da ihre Praxen und es geht darum, diese Praxen zu videografieren mit ganz spezifischem Beobachtungsauftrag in den Campus zu laden. Also das Hochladen dauert 2 Minuten und das Aufnehmen dauert 2 Stunden. Also jetzt mal die Frage, was ist das? Das ist Online-Arbeit, was da passiert? Das ist zunächst mal dezentrale Arbeit. So, wenn jetzt ich einen Auftrag bekomme, ein Video meiner Lehrpraxis zu machen, wenn ich 100 Kilometer irgendwo weg sitze von der zentralen Örtlichkeit, dann nehme ich das auf, natürlich muss dann bestimmte Beobachtungsaufgabe hinter, Logo, aber ich soll dann eben auch zum Beispiel einen Videokommentar machen. Ein Videokommentar, da kommen wir gleich drauf, ist ein Kommentar innerhalb des Videos, wo ich sage, hier an der Stelle habe ich Beratungsbedarf. Da möchte ich etwas drüber hören, wenn ich hier
in die Präsenz reinkomme. Das machen jetzt 20 Personen. Das heißt, es gibt 20 verschiedene Videos aus den jeweiligen regionalen Praxen mit Fingerprints, wo man sagt, hier möchte ich was zu hören, hier möchte ich beraten werden. So, und wozu führt das? Das ist der wichtige Pfeil oben, dass man sagt, jetzt als Referent, wenn ich jetzt im Vorfeld quasi diese Videos scanne, habe ich schon mal ein sehr gutes Profil von meinen Kandidaten, die ich quasi bekomme, die zu mir kommen. Und ich kann quasi meine Beratungspraxis hier spezifizieren und individualisieren. In der Praxis selber, Body-to-Body, passiert ganz viel. Man ist in der Situation drin und das hindert uns oft daran, quasi reflexiv tätig zu sein. Und deshalb lohnt es sich, in dieser Body-to-Body-Praxis Videos zu drehen, die man dann im Nachgang reflexiv nochmal bearbeitet. Das kennt man und da werden wir auch gleich was von hören. Also es geht darum, das Beste aus zwei Welten zusammenführen, vor allen Dingen auch das Verhältnis von dezentraler Arbeit und zentraler Arbeit über Online-Lernen zu organisieren und so zwei Prinzipien zu kombinieren, nämlich Situierung und Distanzierung, die beide wichtig sind, um so eine reflexive Praxis quasi zu kultivieren und Handlungskompetenzen aufzubauen. So, da habe ich viel erzählt vom Rahmen. Also ich habe quasi grob reingeskriptet den Großrahmen, jetzt quasi ein Blended Learning Framework gemacht, wo man bestimmte Phasen quasi identifiziert. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt in den grünen Online-Phasen? Da kommt jetzt der Edubrick Campus ins Spiel. Das ist eine Social Learning Management System, was über 10 Jahre entwickelt wurde, mit Trainern intensiv, also mit den Praktikern, die gesagt haben, ich möchte zum Beispiel mit anderen Kollegen in so eine reflexive Praxis gehen, dazu brauche ich ein Video, dazu möchte ich Folgendes tun. Also sehr stark von den didaktischen Szenarien ausgegangen und dann quasi darüber die Technologie entwickelt. Und auch über die Jahre sehr eng immer in Forschungsprojekten gewesen, um quasi auch unsere Arbeit zu überprüfen. Was steckt jetzt dahinter im Kern? Ein Prinzip, wo es darum geht, das Thema Video, also jeder hat quasi ein Smartphone, hat das in der Tasche als Beobachtungs- und Visualisierungswerkzeug, das mit Interaktion zu kombinieren. Also dass man quasi im Video Kommentare einbringen kann, Feedback organisieren kann, Diskussionen organisieren kann, das nennen wir Social Video Learning. Soweit zum einfachen Prinzip. So, jetzt die nächste Frage, ja, wie geht denn das genauer? Und hier ist ein Screenshot, wo man sagt, das ist ein ganz normaler Videoplayer in dem Edubrick Campus und da kann jetzt jedes beliebige Video natürlich hochgeladen werden und mit einer Beobachtungsaufgabe versehen werden. Beobachtungsaufgabe werden wir später noch zu kommen, weil das ist ein kniffliger Punkt. Und Teilnehmer können jetzt in diesem Video zeitmarkengenaue, situationsgenaue Kommentare einbetten. So, und damit wird quasi ein Video quasi von so einer Ganzheit, die man bisher ganz durchschauen musste, kann man es aufbrechen und ich kann quasi bestimmte Situationen, die für mich eine Relevanz haben, für jeden von uns haben die Situationen verschiedene Relevanz, kommentieren mit einem Textkommentar, einem Titel. Ich kann darüber hinaus, das ist hier das nächste Bild, kann ich innerhalb dieses Videos reinmalen, hier in der Technikanalyse natürlich klar Schwerpunkte und Kraftlinien, aber denken Sie an Unterrichtsvideos, wo es um nonverbale, paraverbale Kommunikation geht, dass ich sage, das meine ich genau, die Handstruktur oder der Gesichtsausdruck ist mir wichtig. Oder in der Medizin, wo es darum geht, bestimmte Örtlichkeiten der Operation zu visualisieren. Oder auch, wenn wir auch später hören, Mathematik, wo es mir darum geht, mir geht es um den Bruch hier. Also es gibt verschiedene Dinge, die man da machen kann. Sehr interessant ist hier das Thema mit der Ampel, diese Visual Tags, wo man an bestimmten Situationen Ampelfarben belegen kann. Ich kann also sagen, rote Ampel ist für mich eine kritische Situation. Da möchte ich was zu sagen, das ist für mich fragwürdig, das stimme ich nicht zu. Oder dass man eine grüne Ampel geht, wo man sagt, das ist sehr gut gelungen, oder eine gelbe Ampel, je nach Codierung, dass man auf jeden Fall Ampelfarben belegen kann. Und diese Ampelfarben, sehen Sie, landen auf der Zeitleiste und geben so ein Farbspektrum. Und wenn ich das jetzt mit 2 Leuten mache, dann habe ich ein einfaches Farbspektrum. Wenn ich das aber mit 30, 40, 50, 100 mache, dann habe ich ein Farbcluster. Und ich erkenne dann sehr schnell, wo der überwiegende Teil meiner Kandidaten, Kandidatinnen Probleme hat. Also meinetwegen Minute 2, Minuten 10 haben ganz viele rote Bubbles gelegt und 3 Minuten 20 ganz viele rote Bubbles. So, da ist es für mich, deshalb steht ja auch Steuerung, als Referent ein Hinweis dafür, die nächste Lernphase anders zu organisieren, nämlich bezogen auf diese beiden Situationen, die für die Teilnehmer fragwürdig waren. Das heißt also,
dieses Video hat nicht nur eine reflexive Funktion für das, was da ist, dass ich etwas artikulieren muss und mit jedem Artikulieren quasi nachdenken muss, passt das zu meinen mentalen Modellen, sondern quasi auch noch eine Hilfswink, wie ich meine nächste Präsenzphase oder nächste Lernphase zu organisieren habe. Wenn man so ein Video hat, eine Unterrichtssequenz, egal was auch immer, und ich gehe jetzt in die nächste Lehrsequenz rein, meinetwegen, wenn wir uns am Wochenende treffen, und ich muss nicht mehr alles besprechen, sondern ich konzentriere mich auf zwei zentrale Situationen, wo ich dann tief, diskursiv quasi untereinander mich austausche, ist das sehr viel wert. Weil die Teilnehmer sind quasi jetzt schon hier in dieses Grundvideo eingeschwungen, haben sich das alle angeschaut, haben Kommentare gemacht und jetzt geht es in zwei bestimmten Situationen nochmal ganz tief her. Also zum Beispiel die Situation, wenn ein Lehrer, ich springe jetzt im Video, ein Schüler sehr stark angehen würde. Haben sehr viele gesagt, das finde ich fragwürdig, wie er das macht. Da muss man darüber genau sprechen. Und das meint hier dieses Steuern. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern das ist der Stichwort Social Video Learning mit anderen zusammen. Also erste Frage ist erstmal, man kann es so einstellen, dass ich das erstmal für mich alleine mache. Also jede Videobearbeitung ist meine Individualarbeit, wo ich bezogen auf eine Aufgabenstellung dann sage, okay, ich bearbeite das Video erstmal alleine. Erstmal alleine Hirnschmalz reinstecken und mein Wissen explizit machen durch die Kommentare. Sehe ich nichts anderes. Dann nach Ende der Deadline werden alle Kommentare freigeschalten und ich kann erstmal sehen, was die 20, 30, 40 Kollegen, Kolleginnen gesagt haben. Soweit halb interessant, aber sehr interessant natürlich, was die Kolleginnen und Kollegen zu den Stellen gesagt haben, wo ich ja was gesagt habe. Das heißt also, ich springe zu dem Punkt, man kann das über Filterfunktion selektieren, zu sogenannten Zeitnachbarn, also die 2, 3 Sekunden links von mir und rechts von mir sind, kann ich da hinspringen und kann mir die raussuchen. Oder wir haben gute Erfahrung damit, wenn wir hier in solchen Arbeitsgruppen Tandems quasi bestimmt haben, wo ich dann sage, such dir deinen Tandempartner und rekommentiere die Beiträge deines Tandempartners. Das ist auf jeden Fall schon mal eine kleine Form der Fremdperspektive und des kleinen Diskurses. Das ganze Thema Video, wir kommen von der linken oberen Ecke, also wir hatten Videokamera und videografieren damit Unterrichtsszenen, aber, und das kommt tatsächlich, wenn man die Freiräume lässt, dieses Video wurde jetzt in vielfältigsten Formen entdeckt, beispielsweise bei einem Vortrag in der Mitte, oben rechts immer mehr auch in informellen Situationen, wenn ich einen Workshop habe und 2 Stunden mit Teilnehmern zusammenarbeiten, oben rechts der Screenshot beim Flipchart, und wir quasi an dem Flipchart die Gedanken zusammentragen und verdichten, dann ist das in der Regel, kriegt man so ein Fotoprotokoll. Fotoprotokoll ist aber nur quasi eine Information und für alle Beteiligten immer wieder schwer, die quasi zu entziffern, zu deuten, was an Information nicht da ist. Deshalb einen aus der Gruppe kommen lassen und das, was man zusammengeschrieben hat, quasi verbalisieren lassen, davon ein kurzes Video machen, das im Seminarraum hochladen, um es wieder quasi als Wissensartefakt zu verwenden, um damit weiterzuarbeiten. Oder unten links hier die beiden, das sind Screen-Videos, auch sehr beliebt in der Sporttrainerausbildung, wenn es um Theorieelemente geht. Also jeder von uns ist Experte im Bereich PowerPoint, also nicht in der Verwendung von PowerPoint, sondern er organisiert sein Fachwissen über, in der Regel über PowerPoint-Folien. Es fällt ihm leicht, quasi das in so ein 5-10-minütiger noch zusammenzufassen, also die PowerPoint-Folien zu verbalisieren. Aber bitte nicht die Spiegelstriche vorlesen, sondern Stories darum. Also hier zum Beispiel das Thema Kraft oder Ausdauer oder Koordination oder verschiedene theoretische Themen sagen wir den Experten, dass sie das in 5-minütigen, 10-minütigen Theorieeinheiten quasi ein Video daraus machen sollen. Sind bei den Teilnehmern sehr beliebt, nicht nur als Rezeption, sondern wir sagen natürlich, bitte dort Videokommentare machen, wo ihr etwas nicht versteht, dort Videokommentare, wo ihr neue Studien kennt, die dazu passen, dort Videokommentare machen, wo ihr eine Beziehung der Theorie zu Praxis entdeckt. Also immer wieder die Interaktion fordern, Theorie ist nicht irgendwie was da, sondern steht immer im Spannungsverhältnis oder im fruchtbaren Spannungsverhältnis zu praktischen Anwendungen. Wird sehr intensiv genutzt und auch rechts so Exploration nach draußen gehen. Denken Sie an Studiengänge wie Stadtentwicklung oder so, wo man quasi das Umfeld von Universitäten einfängt und zum Thema macht in der Universität. Also da gibt es auch vielfältigste Möglichkeiten. Der Hintergrund, der Treiber ist immer, dass man sagt, es geht darum, individuelle Bedeutsamkeit der Studierenden oder hier der Trainerausbilder
einzufangen und zum Thema zu machen. Also nicht ein Mastermind definiert, was schlau ist in dieser Welt, das mag ja auch so sein, aber es geht vielmehr darum, das riesige Potenzial zu nutzen, wo Studierende sagen, ich suche einen Ort auf, der für mich eine Relevanz hat, vom Atomkraftwerk bis, weiß nicht, ein Startup-Unternehmen, und nehme dort spezielle Prozesse auf und mache sie dann in der Universität, in der Hochschule zum Thema der Bearbeitung, zur tiefen Analyse. Dazu braucht man eine App, damit auch alles einfach funktioniert. Sind wir spät drauf gekommen, aber seit anderthalb Jahren ist sie da. Erstmal ganz einfach, dass man in den Kontext, wo man ist, quasi das Video hochladen kann. So weit, so gut. Und rechts ist eine, finde ich, ganz interessante Lösung, Live-Tagging. Stellen Sie sich vor, wir hätten es jetzt eigentlich machen können, wo hier jetzt eine Videoaufnahme von mir gemacht wird gerade. Sie hätten alle Ihr Smartphone auf dem Tisch, hätten die App quasi auf dem Tisch liegen und könnten jetzt quasi zeitnah genaue Lesezeichen machen. Könnten also jetzt sagen, jetzt hat er gerade was gesagt, was ich mir merken möchte. Das möchte ich im Nachgang nochmal sehen. Das heißt also, diese Zeitmarken würden quasi als persönliche Lesezeichen in Ihrem Video landen. Und Sie könnten quasi im Nachgang nochmal sagen, okay, ich gucke mir die 3, 4, 5 Lesezeichen an, ohne das ganze Video nochmal zu sehen. Hintergrund war einfach, in der Basketball-Bundesliga, in der Nachwuchstrainerausbildung, haben die so eine einwöchige Ausbildung, wo Experten 8 Stunden quasi erzählen. Da entsteht sehr viel Videomaterial, das sich keiner mehr anschaut. Und deshalb die Idee, dass man da quasi Lesezeichen generiert. Aber ich kann es mir auch vorstellen, in der Lehrerausbildung, wo es darum geht, wenn hier jetzt vorne eine Unterrichtsaktion wäre und hier wären die Lehramtskandidaten und sollten eine Live-Situation taggen nach bestimmten Kriterien. Also was passiert da eigentlich vorne? Wie ist seine visuelle Performance? Spricht er richtig? Was ist mit seinem Sachausdruck? Also diese Tags könnte man ja vergeben. Und die Teilnehmer im Raum könnten quasi live eine Echtsituation anreichern mit theoretischen Kategorien. Klasse Sache. So, im Video kann man ganz viel machen, aber eben nicht alles, muss man ganz klar so sehen. Und deshalb nutzen wir, das möchte ich ergänzend formulieren, im Edelbrück Campus oder unter der Edelbrück Lernphilosophie eben auch noch Blogs, Weblogs. Technisch jetzt nicht anspruchsvoll, aber wird sehr gut angenommen, wenn man sich gute Aufgaben überlegt, zum Beispiel in der ersten Online-Phase fragt, was habt ihr für Erfahrungen bei der Einführung eurer Sportart bei Kindern? Also bewusst Erfahrungswissen abfragt, sichtbar machen. Hier in so einer Runde hätte man 20 Blogbeiträge, die teilweise Ähnliches beinhalten, aber auch sehr viel Unterschiedliches. Und wenn wir das alle im Vorfeld lesen und der Referent das liest, kann er sich auch hier auf spezifische Sachen besser vorbereiten. Oben rechts die Maps, hier in diesem Fall C-Maps, das ist im Moment noch eine externe Software, die wir seit 8 Jahren nutzen, weil sie einfach auch so gut ist und zu Ende gedacht ist, kostenlos runterladbar, und das C-Map, wo man Theoriewissen in Form von Wissensvisualisierung darstellt. Wir kennen das aus Mindmapping, aber hier quasi nochmal als ergänzende Möglichkeit die Relation zwischen den Knoten. Auch das wird intensiv genutzt. Und das Ganze fließt ein in ein E-Portfolio, quasi wo Videokommentare, Blogbeiträge und diese C-Maps als 3 Repräsentationsformate, N-aktiv, logisch und symbolisch, in das E-Portfolio wandern und dort aufbereitet werden. Oh, wir kommen jetzt noch dazu. E-Portfolio kennt man auch, das ist ein Sammelbecken, wo erstmal alles landet. Und dann soll irgendwas miteinander verbunden werden. Soweit sehr lakonisch die Funktion von E-Portfolios, aber wir werden gleich sehen, dass man noch deutlich mehr machen muss, damit es auch quasi fruchtbar angewendet wird. Neu ist auch ein großes Thema, nämlich Prüfungsformate, hatte ich eben gesagt. Im Sport ist natürlich ganz wichtig, man hat Übungsleiter, man hat Trainer, die sollen eins ganz, ganz gewiss können, die sollen quasi vor Ort Unterrichtsstunden anleiten, moderieren können. Also da ist quasi das Theoriewissen ist quasi nur Mittel zum Zweck, sollen auf jeden Fall diese Unterrichtsstunde abhalten können. Und hier ist ein Prüfungsformat geändert worden. Klassisch ist, dass man irgendeine Unterrichtsübung an einem Ort zeigen muss, am Stützpunkt, wo diese Prüfung vor einer Jury abgenommen wurde. Also passiert dann so, da sitzt die Jury und ich bekomme quasi fremde Kinder und ich muss Unterrichtssequenzen nachspielen. Das wird beobachtet, wie ich das mache, und dann wird Daumen hoch oder Daumen runter gesagt. Also wird das bewertet.
Und unten hier ist jetzt eine neue Lösung einer Prüfung, wo die Prüflinge nicht mehr zentral zu den Stützpunkten kommen, sondern diese Prüfung in den Heimatvereinen machen, dezentral. Und das hat mehrere Vorteile. Also erstmal für die Prüflinge selber, dass sie sagen, ich muss nicht irgendwo hinfahren. Zweitens, dass sie in authentischen Kontexten da sind, können quasi mit ihren Kindern arbeiten, können diesen Auftrag so oft üben, wie sie wollen. Und das kommt auch den Kindern zugute. Und wenn sie dann eine Unterrichtssequenz quasi im Kasten haben, sagen, so, das ist eigentlich meine Leistung, das ist mein Leistungsstand, dann erfüllt sie das in der Regel mit Stolz, wenn sie dann sagen, das lade ich hoch zur Prüfungsabnahme, zur dezentralen Prüfung. Das heißt, der Prüfer nimmt dieses Video, schaut sich es an, macht noch ein paar Kommentare, wo er sagte, hier an der Stelle könnte es vielleicht noch besser sein. Aber das ist quasi eine online dezentrale Prüfungsabnahme. Und diese emotionale Befindlichkeit da hinten halte ich, also für den Sport, ehrenamtlichen Sport sowieso, für extremst wichtig, dass man im oberen Szenario sehr angstgetrieben Schule macht. Das ist Schule, also klar, eine böse Schule. Gibt auch gute Schule, aber wo man sagt, hier auf dem Punkt bist du kontrolliert und getestet und unten, wo es sehr stark geht, zu fragen, was will ich eigentlich prüfen? Ich will tatsächlich die Performance prüfen, das Können prüfen, wie der Kandidat mit den Kindern umgeht, was unmittelbar, das haben wir bei der Umsetzung gesehen, zu Stolz führt bei den Teilnehmern. Und Stolz, weiß man, führt dazu, dass Leute noch mehr davon wollen. Und solche Schrauben auch anzupacken, halte ich für ganz wichtig in einem System, wenn es um Nachhaltigkeit geht und tatsächlich versucht, die Energien zu aktivieren, die in dem System sind und nicht immer zentral darüber nachdenkt, wie man irgendwie das System stimuliert. Prüfung geschieht auch noch auf einer anderen Weise. Dies ist eine einjährige Ausbildung, die höchste Ausbildungsstufe mit einem E- oder Videoportfolio. Ich hatte es eben gesagt. Alle Artefakte landen quasi in diesem E-Portfolio. Soweit, so gut. Wir haben das von 2009 bis 2011 mit der Idee gemacht, wie es überall in ganz Europa gemacht wird. Wir machen und sagen, okay, diese Lernartefakte, da muss man also reflektieren, das muss man zusammenstellen zu einem eigenen Lernpfad und am Ende gibt man was ab. Haben wir gemacht, aber irgendwie nichts, keine Energie im System. Also die Studierenden haben das sehr widerwillig gemacht, nochmal reflektieren und wieso eigentlich so. Es war also, wir hatten zwar die Portfolios, aber wir hatten gar keine Energie im System und sehr große Widerwilligkeit. Dann haben wir gesagt, wir müssen einfach über das ganze Thema E-Portfolio-Didaktik neu nachdenken. Und wir haben es gemacht, also alles wieder eingestanzt nach 2-3 Jahren Entwicklung. Also alles wieder auf Null. Gesagt, was könnte etwas Sinnvolles sein? Und sinnvoll ist für die Trainer das hier, die sind alle in ihren Heimatvereinen Trainer von Schülern oder Gruppen. So, und wir haben gesagt, das ist doch eigentlich das Interessante, wenn man ein Jahr von diesem Trainer begleitet oder dieses Jahr transparent macht. Sieht man hier in 4 Phasen aufgeteilt, Analyse, Ziele, Prozess und Präsentation. Wir haben eine einmonatige Analysephase, wo wir den Trainer, immer analog denken jetzt zur Lehrerausbildung, bitten, doch mal zu analysieren, was das denn für eine Kollegin ist, die er trainiert. Also was ist das für ein Mensch, welche Voraussetzungen hat das, mentale Voraussetzungen, körperliche Voraussetzungen. Und dazu soll ein Video gedreht werden und ein Blogbeitrag geschrieben werden. Dann möchten wir wissen, auch einen Monat, welche Ziele hast du eigentlich auf das Jahr hin? Welche Trainingsziele hast du? Kurz-, mittel-, langfristige. Wie soll ich das Kind entwickeln? Warum? Wie begründest du das? Bitte explizit machen. Auch das kann man sich hochanalog zu der Lehrerbildung vorstellen. Und dann gehen die quasi in diese Umsetzungsphase über 6-7 Monate in den jeweiligen Vereinen und dann machen die sehr viele Videos, sehr viele Blogbeiträge, um quasi das, was da passiert, zu dokumentieren. Und jede Dokumentation ist ja eben auch eine Reflexion dessen, was da passiert. Und am Ende sollen sie das vor einer Jury mit dem Bundestrainer, also eine sehr wertige Situation für diese Trainer, verteidigen. Und nochmal jetzt, wie geht das hier? Das ist quasi jetzt in den Agebreak wieder. Man hat oben links die Artefakte, die man erzeugt hat, die kann ich auswählen, die werden dann rausgezogen. Ich kann dann so eine Memo erstellen. Also hier habe ich 3 Artefakte rausgezogen von verschiedenen zeitlichen Zeitpunkten und sage dann, okay, der Balltreffpunkt von Eva hat sich durch das Training seit Juni verbessert und ist deutlich früher. Die angehängten Beispiele machen diesen Entwicklungsschritt deutlich. Also ich stelle nicht nur eine These auf, sondern ich sage auch, woran ich das sehe und wo man es überprüfen kann.
Und diese Memo sind quasi verdichtete Reflexionsprozesse mit Verweisen auf tatsächlich beobachtbare Dinge. Also ich kann in diese Videokommentare springen, ich kann in die Videos reinspringen zu den verschiedenen Zeitpunkten und kann Entwicklungsverläufe feststellen. Das Ganze landet dann auf einem A0-Poster. Also wenn jetzt die Prüfung ist nach einem Jahr, das sieht man hier rechts, da sieht man so ein A0-Poster, wo die Teilnehmer nochmal formulieren sollen, was ist deine Analyse gewesen, was sind deine Ziele gewesen, was sind deine Prozesse gewesen und was sind deine Ergebnisse gewesen. Also ich muss quasi jetzt vor dem Prüfungsgremium meinen Fall verteidigen, was ich eigentlich ein Jahr gemacht habe. Und das ist ein hochreflexiver Akt, ich muss es begründen und ich kann natürlich auch dann in die verschiedenen Substrukturen reinspringen. Also es ist ein QR-Code an dem echten Poster. Und wenn ein Prüfer jetzt sagt, ja, ich habe nicht ganz verstanden, wie Sie da das in dem Prozess gemacht haben, das kann ich nicht nachvollziehen, kann ich über den Code in das Video reinspringen, also in die Tiefenstruktur. Muss ich immer überlegen, man muss unterscheiden zwischen Prozessportfolio und Präsentationsportfolio. Präsentation hat man Viertelstunde Zeit, 20 Minuten Zeit. Dieser Jury, die nichts von mir weiß, die nicht in meiner Welt steckt, sehr verdichtet meinen Fall zu skizzieren. So, und das tue ich über das narrative Format dieses Posters. Mir ist aber klar, ich habe hunderte von Videokommentaren gemacht. So, und wie moderiert man diese beiden Perspektiven? Und das geht eben dadurch, dass ich quasi diese hunderte Kommentare quasi auf Abruf habe und nur hervorbringe, wenn danach gefragt wurde. Das heißt, ich habe mich intensiv mit meinem Prozessportfolio auseinandergesetzt, aber präsentieren tue ich das eh erstmal nicht, sondern nur auf Nachfrage. Und genau dieses Format hat von der Motivationslage in der Gruppe das auf den Kopf gestellt. Also von, ist das langweilig, ist von außen beauftragt und zieht sich das, wurde es umgedreht im Sinne von höchst motivierter Umgang über das ganze Jahr. Also die eigene Praxis reflexiv zu beobachten, zu dokumentieren, es so zu verdichten, dass es einer Prüfungsgremium quasi vermitteln kann. Und seitdem wurde, das ist, finde ich, jetzt von der Organisationsentwicklung besonders interessant, eine klassische wissenschaftliche Hausarbeit quasi wurde geschlossen, hat man nicht mehr weitergemacht und stattdessen wurde diese Art von E-Portfolio-Arbeit eingeführt. Kooperation. Wir haben in Niedersachsen angefangen und erstmals wurde dann gesagt in einem anderen Bundesland, okay, wie macht ihr das? Und es wurden quasi Aufgaben ausgetauscht. Also ein Bundesland gesagt, gebt uns eure Aufgaben. Wir möchten auch so einen Blended Learning Prozess organisieren. Und mittlerweile sind alle 16 Bundesländer, die Bildungsverantwortlichen, arbeiten zusammen. Also früher haben die nicht zusammengearbeitet. Jetzt arbeiten sie zusammen. Wie? Indem sie einen Pool von Aufgaben haben, der quasi in den Blended Learning Szenarien quasi enthalten ist. Also Aufgaben muss man machen, um quasi Videoarbeit zu moderieren, CMAP-Arbeit zu moderieren und Blogbearbeit zu moderieren. Und jeder, der schon mal Aufgaben gemacht hat, weiß, dass es sehr schwer ist. Vor allen Dingen, wenn man Anspruch hat, kompetenzorientierte Aufgaben zu machen, kommt nochmal ein anderer Slang rein. Also gute Aufgaben zu machen ist richtig Hirnschmalzarbeit. Und das kann man alleine machen, aber es macht viel größeren Spaß, wenn man das zusammen macht und vor allem, wenn gute Aufgaben gesammelt werden und die Erfahrungen mit diesen Aufgaben auch gesammelt werden, sodass sich Aufgaben Qualitäten weiterentwickeln können. Und der Clou war dabei oder ist jetzt auch dabei, dass wenn diese Aufgaben von verschiedenen Bundesländern zusammen in einem Pool gesammelt werden, sehe ich, was andere Länder machen. Ich kann quasi die Aufgabenqualität von anderen Ländern ja einsehen und wenn ich jetzt sehe, mein Gott, die machen das ja entweder super einfach oder super schwer, dann mache ich mir Gedanken. Und wenn ich mir Gedanken mache, ist die emotionale Voraussetzung erfüllt, dass ich mich intensiv überhaupt mit meinem Thema beschäftige und vielleicht was verändere. Und genau das ist hier quasi in dieser Professional Community der Fall, wo gute Aufgaben jetzt sichtbar werden aus allen Ländern, immer mit der großen Botschaft, jedes Land darf so weitermachen wie bisher. Also Autonomie der Länder wahren bei gleichzeitiger Transparenz der Aufgaben der Länder. Das ist der Trick. Der Trick, dass sich quasi soziale Dynamik quasi entwickelt und über die soziale Dynamik eine evolutionäre Entwicklung von Standards. Also wir haben quasi schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn
so Top-Down-Strukturen, wenn die oberen Strukturen sagen, wie unsere Vorstellungen von Qualität laufen so und so und die durchdrücken wollen, wird immer abgelehnt von unten oder mit schlauen Tricks quasi ausgetrickst. Kennen wir aus allen Sozialsystemen, also Schule, Hochschule, es ist immer dasselbe, dass man von oben quasi was setzen will, was sich runter, was kann noch so gut begründet sein, aber die unteren Strukturen wahren ihre Autonomie und lassen es abprallen. Wenn ich aber sage, ja, ihr dürft, bleibt autonom, aber die Transparenz einführe, gibt es diese Sozialdynamik, die sich positiv auf die Qualität auswirkt. Mit es entsprechend erweiterten Wir-Kultur. Das kommt man da eben oder kann man aktuell sehen. Und das, was wir da entwickelt haben, das ist quasi hier nochmal kurz zusammengefasst. Auf der Mikroebene geht es um verschiedene Blended Learning Formate mit dem Stichwort Connected. Es geht um aktives, reflexives und soziales Lernen, Stichwort diese Cognitive Tools. Wir nutzen diese drei Tools, weil wir damit ganz gut zurechtkommen. Also wie gesagt, das inaktive Video, symbolisch und logische Form mit dem Block und dem CMAP. Damit kann man schon ein ganz breites Spektrum von Wissensrepräsentationen abdecken. Technologisch setzen wir Social Video Learning mit Weblogs, Videoportfolio und Concept Maps, das korrespondiert natürlich mit der Mikrodidaktik. Und auf der Makroebene, Makrodidaktik habe ich es genannt, ich weiß nicht, ob es den Begriff überhaupt gibt, Makrodidaktik. Und das, glaube ich, ist ein blinder Fleck in der Pädagogik. Oder da müssen wir noch viel, viel mehr tun, geht es um Qualitätsentwicklung durch Kooperation und um geteilte Wissensbasen. Und bei dem Thema durch, also Qualitätsentwicklung durch Kooperation, das hört sich immer so ganz interessant an, aber wenn zwei Organisationen zusammenarbeiten, ist das meistens ein Mehraufwand. Also, aber ich denke, gerade in der Lehrerbildung liegt es so sehr auf der Hand, dass man da meinetwegen auch zwischen PHs und Universitäten oder auch zwischen den Städten zusammenarbeitet und da die Dinge austauscht. Weil sonst kommt man in der Tat auch mit bestimmten Prozessen nicht weiter. Sonst bleibt man weiter in seinem Mikrokosmos und die Welt da draußen ist so reichhaltig, dass man es auf jeden Fall versuchen sollte. Transfer an die Hochschule. Die Idee, die ich jetzt habe und mit der ich dann quasi auch jetzt in die Hochschule gehe, ist nicht, dass man hier irgendwie so ein Tool einsetzt. Das fände ich schlimm, was denkt. Also wir setzen jetzt ein Tool ein, sondern dass man mit der Idee von Blended Learning, von User-Videos, von Aufgabendesign, von Lerngemeinschaften, vom Videoportfolio, von dezentralen Prüfungen als Netz in die Universität reingeht und sagt, wie können wir da jetzt Veränderungsprozesse stimulieren, jenseits von, wir haben ein Tool in unserem LMS jetzt neu. Und wir haben das aktuell laufen in einem Projekt mit der Universität, mit der PH Wien, mit der PH Freiburg in Luxemburgern und in Deutschland ist dabei, wo es darum geht, Lehrer in reflexive Praxen zu führen. Und da ist jetzt der Sprung, den wir machen, gar nicht mal so groß, also ich finde ihn quasi minimal zwischen dem nicht-akademischen Bereich und dem akademischen Bereich, dass wir den Campus nutzen, wo jedes Land quasi in der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung je verschiedene Szenarien hat, um dort quasi reflexive Praxis einzuführen. Und ein riesiges Thema ist hier das Punkt 1, Aufgabenstellung entwickeln. Also vielleicht wird der Reinhard Bauer gleich nochmal berichten können, der ist österreichischer Partner. Man kann auf einer globalen Ebene, sagt man, ja, man hat diese Videos und dann kann man jetzt kommentieren, aber was soll man denn eigentlich kommentieren? Also welche Beobachtungsschwerpunkte gibt es? Welche Kompetenzen strebe ich überhaupt an? Das heißt also, die Entwicklung von Aufgaben ist in diesem E-Projekt eine Herausforderung. Wir setzen das eben dann ein, wir nennen es als Primärreflexion, wo man im Unterrichtsgeschehen jetzt quasi Reflexionsprozesse anstiftet und dann von Peers oder von Experten Feedback bekommt zu seinen eigenen Unterrichtsreflexionen. Und das ist hier der Übergang von dem rechten Bereich der Primärreflexion in diesen zweiten Bereich, wo ich da Blogbeiträge zu schreibe und diese Blogbeiträge eben auch mit anderen Beiträgen arrangiere im eigenen E-Portfolio. In diesem Projekt arbeiten wir neben EduBreak auch mit einer anderen Technologie zusammen, mit dem Mahara. Das ist ein spezielles E-Portfolio-Programm, wo wir versuchen, also auf technologischer Ebene die beiden Dinge zu verbinden. Aber ich denke mal, das Bedeutsame ist, wie organisiert man diese Primärreflexion mit der Sekundärreflexion? Und wie ist das so dann handhabbar, dass das für Studierende einfach leicht zu handhaben ist und vor allen Dingen auch, dass es mit den
mit den Kontexten gut klappt, dass es umgesetzt wird. Da sind wir in dem ersten Jahr. Es gibt erste Beispiele, die sehr vielversprechend sind aus Österreich und aus Luxemburg, wo man sagt, wir haben das bisher irgendwie gemacht, aber jetzt ist es auf jeden Fall technologisch wesentlich einfacher und man kommt da weiter, jetzt diese reflexive Praxis zu organisieren. Dass das wichtig ist, steht außer Frage, aber ein Riesenthema ist, wie ich das in meinen jeweiligen Kontexten umsetze, vor dem Hintergrund auch der Betreuungsressourcen, die ich habe. Und da merkt man, dass man jetzt, wenn man so Prozesse begleitet, quasi auf ganz, ganz viele Fragestellungen trifft, die außerhalb von Technologie liegen, sondern sehr viel mit Zeitressourcen zu tun haben. Ein anderes Beispiel ist aus der Mathematik. Da bin ich gerade mit einem Kollegen dran und das zeigt so ein bisschen so diese Spannbreite. Wir haben hier das erste Video gerade gesehen, Unterricht, klar, Video im Raum gibt es ein Riesenspektrum, aber jetzt Video auf Screen-Video. Das ist ein zweites großes Feld, wo man sagt, was macht man eigentlich hier? Also dieses ganze Thema mathematische Denkprozesse durch hier, indem man quasi Rechenoperationen auf dem eigenen Screen entfaltet. Und wir haben 2015, habe ich das erste Piloten gemacht mit einem Professor an der PH Heidelberg, wo im Bereich der theoretischen Informatik, wo wir ausprobiert haben, quasi, der hat diese Rechenoperation entfaltet und die Aufgabe der Studierenden bestand darin, dort zu stoppen, das Video, wo quasi Verstehensschwierigkeiten auftraten. Und die Grundidee, das ist also jetzt noch nicht in der Form ist umgesetzt, das ist quasi hier so ein Konzept, was wir haben, dass wir sagen, in der Vorphase geht es darum, solche Rechenoperationen in kleinen Videos quasi bereitzustellen, also Bereitstellung von mathematischen Prozessen. B, die Teilnehmer zu bitten, diese Videos anzuschauen und Verstehenslücken zu artikulieren, zu sagen, hier an der Stelle oder an der Operation habe ich Schwierigkeiten. Natürlich das auch mit Ampelfarben zu signalisieren, sodass der Referent sagt, okay, im Wesentlichen gibt es hier die drei Gruppen von Fehlertypen. Die nehme ich mit in die Präsenz, wo ich entweder alleine oder mit Tutoren mich auf diese Prozesse konzentriere und die nochmal vor Ort nachrichte, diskutiere mit den Teilnehmern, das auch wieder videografiere. Also der Umgang mit Fehlkonzepten ist ein riesiges Lessons Learned, was man auch videografieren sollte, um sie dann quasi im Nachgang nochmal zur Verfügung zu stellen, damit sich die Teilnehmer ihrer Fehlkonzepte richtig bewusst sind und sagen, okay, was muss ich tatsächlich anders machen? Das ist im Moment ein konzeptioneller Entwurf und das bin ich gerade dran, mit einem Professor von der Universität Nürnberg das an den Start zu kriegen. Hierbei geht es um Servicelehre. Also Servicelehre sind alle Disziplinen, die Mathematik brauchen, also Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften, fahren ganz viele durch, Riesenproblem. Und die Mathematiker sind hier aufgerufen, durch extrem kompakte, lernmäßig, finde ich, nicht optimierte Szenarien, denen weiterzuhelfen. Und das ist aber trotzdem für viele sehr, sehr, sehr schwer, weil das meistens so Wochenkurse sind, wo einfach das Ganze so schnell durchgeboxt wird, dass es für viele auch nicht nachvollziehbar ist. Und das mit einem solchen Konzept zu entschlacken, dass man sagt, okay, es geht nicht nur in einer Woche, sondern dass man genügend Zeit hat, hier sich mit diesen Videos auch zu beschäftigen, Dinge zu markieren, wo ich sage, da habe ich Schwierigkeiten, dass hier, wenn man sich trifft, über die Dinge gesprochen wird, die relevant sind bei den Teilnehmern, wo Fehlkonzepte signalisiert wurden, und dass man dann hinten raus tatsächlich mit korrigierten Fehlkonzepten rausgeht. Das ist die Idee. Alles per Video ist so eine Frage. Wir sind in der Lehrerbildung aktiv, wir haben eine Doktorarbeit in der Musikausbildung laufen gehabt, in Medizin sind wir gerade dran, Mathematik hatte ich gesagt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt in der Philosophie, Hermeneutik, man hat einen Text, und diesen Text habe ich auf meinem Screen und den hermeneutischen Umgang mit dem Text kann ich auch videografieren, ich kann es auch verbalisieren, dass man das auch, also quasi so Gegenstände, wo ich sage, das geht gar nicht per Video, dass man aber diese Prozesse, diese Denkprozesse einfangen lässt. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Suchradar. Es geht darum, natürlich soziale Prozesse oder Denkprozesse zu visualisieren. Also was kann man eigentlich visualisieren? Und dann geht es darum, diese Prozesse sozial zu interpretieren und Konstruktionen aufzumachen. Das ist so für mich eine wichtige Sache, wenn man gesagt, in wie vielen Disziplinen könnte man das eigentlich an der Universität machen?
eigentlich überall dort, wo man die relevanten Prozesse visualisieren kann mit Video und wo es angeraten ist, soziale Interpretationen explizit zu machen und wo es um Aushandlungsprozesse geht. Theoretische Anmerkung, ich komme zum Schluss. Ich habe mich ja lange gefragt, was ist so eigentlich das Wesentliche an dem ganzen Thema? Also Sie merken, es gibt ja vielfältigste Anwendungsszenarien, vielfältigste Theoriebezüge und. Und ich glaube, es geht bei dieser Methode, so will ich es mal sagen, sehr stark darum, Beobachtungs- und Beschreibungskompetenzen aufzubauen. Also sehr genau hinzuschauen, aus meinem Alltagsleben bestimmte Sachen hier auf Phänomene einzufangen. Was ist für mich überhaupt ein relevantes Phänomen? Warum? Also wenn ich mit der Kamera rausgehe und sage, bitte geh nach draußen und fang ein relevantes Phänomen X ein. Ja, dann muss ich mir erstmal sagen, welche Merkmale hat das Phänomen und. Ich muss sehr genau sagen, okay, ich fange das ein. Dann ist der nächste Punkt relevantes Artikulieren. Wenn ich das Video habe, kann ich in diesem Video, wo ja alles drin enthalten ist, das für mich persönlich Relevante markieren. Und damit habe ich eine Verbindung zwischen dem Video und meinen mentalen Modellen. Die sieht bei jedem anders wieder anders aus. Und ich habe das nicht nur im Kopf, diese Verbindung, sondern ich muss sie artikulieren. Und bei dieser Artikulation muss ich Fachbegriffe verwenden. Also ich webe quasi meine Fachbegriffe in genau diese Verbindung zwischen Video und mir ein. Muss sie explizit machen. Und diese Videokommentare sind ja also personalisiert und die gehen quasi auf der dritten Stufe in diesem Kosmos von anderen Videokommentaren, von anderen Sichtweisen, wo es darum geht, Wahrheiten in Anführungsstrichen auszuhandeln. Zu sagen, warum sieht der das denn so? Warum sieht das denn mit dem Argument? Ich sehe das doch ganz anders. Quasi das ist für mich eine Operationalisierung mit diesen Perspektiven, dieser Multiperspektivität von Welt umzugehen und so Aushandlungsprozesse technisch zu unterstützen. Methodologie, also all unsere Prozesse haben Ausgangspunkt in einer Problemstellung, die man lösen möchte. Das ist so ein Credo, das bei uns sehr stark der Fall ist. Verstehe mich so als Systempraktiker, also systemisch denken, ja, aber in der Praxis. Und ähnlich hier mit der Entwicklung bei diesem Rad geht es darum, für irgendein Problem eine Lösung zu machen und diese Lösung schrittweise immer zu verbessern. Also hier beim Rad hat man erst so ein Steinrad gehabt, dann hat man irgendwie so ein Holzding gehabt, weil es leichter lief, dann hat man dort einen Eisenring drum gemacht, dann hat man das Zentrum rausgenommen, am Ende hat man so einen Hochgeschwindigkeitsreifen gehabt und das Ganze funktioniert einfach nur, und das weist so ein bisschen auf die Methodik hin, die wir auch verfolgen, Erkenntnisse in Form von Mustern, lokalen, also Gestaltungsprinzipien, zieht man raus, wie? Durch Design, Test, Evaluation und Redesign. Also wenn ich sage, wie viel hundert Male wir Dinge etwas entworfen haben, haben es in Kontexten getestet, haben das Feedback genommen, haben es überarbeitet und besser gemacht, nicht irgendwie ein, zwei, dreimal, sondern wirklich hunderte Mal. Das bezieht sich auf der Ebene des Players, bezieht sich auf die Ebene des Aufgabendesigns, auf die Ebene der Blended Learning Szenarien, auf die Ebene der organisationalen Vernetzung. Also auf jeder Ebene gab es immer Entwurf, Erfahrung und Überarbeitung. Und bei jeder Überarbeitung haben wir etwas über den Kontext gelernt, über das spezifische Wesen dieses Kontextes. Das sind die Gestaltungsprinzipien. Und diese Gestaltungsprinzipien ermöglichen es jetzt, wenn ich in fremde Kontexte komme, gerade komme ich in den Kontext Medizin rein, relativ schnell ein Lernszenario aufzubauen und zu sagen, was brauchen wir hier und was ist wichtig. Das heißt nicht, dass diese Gestaltungsprinzipien jetzt vollkommen aufgehen im medizinischen Kontext, aber man hat schon mal einen sehr, sehr guten, schnellen Grundentwurf. Und wer darüber mehr wissen will, auch nochmal mit einer vertieften theoretischen Auseinandersetzung, kann gerne schauen zum Stichwort Design-Based Research. Gabi Reimann hat dann einen sehr vollständigen Ordner online stehen, den man sich runterladen kann. Aber für uns, gerade aus der Praxis kommen, ein sehr interessantes Verfahren, gleichzeitig einen Nutzen zu stiften für den Anwender, für den Praktiker. Das muss bei mir als GmbH im Zentrum stehen. Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch interessiert, eine Form von Erkenntnis zu generieren, die mein zukünftiges Handeln steuert. Und das sind diese Gestaltungsprinzipien. Wenn ich jetzt nochmal eingehe, didaktische Zäsur, da steht Tool, Konzept, Paradigma überschrieben. Also wirklich neu ist, das ist nicht neu, aber der erste Satz ist doch wichtig, selber Videos erstellen, Bedeutungshaltiges aus der eigenen Praxis einfangen. Sagt man, ja, kennt man, klar, privat kennt man das, aber in Bildungsinstitutionen kennt man das noch nicht, dass man tatsächlich selber loszieht und selber zum Videomann, zum Kameramann, Kamerafrau wird. Mit aller mediendidaktischen Herausforderung dahinter. Also das ist ja nicht einfach nur draufhalten,
sondern es muss immer sagen, was beobachte ich, warum beobachte ich es, wofür beobachte ich es. Die Frage muss man sich ständig stellen. Persönliche Relevanz im Video artikulieren und natürlich auch Theoriefragmente annotieren. Das heißt, ich habe hier einen sozialen Kontext, der ist sehr reichhaltig visualisiert und daran pappe ich meine theoretischen Elemente durch CMAP, durch Blogbeiträge. Das heißt, ich theoretisiere die Praxis und ich umgekehrt die Praxis wird theoretisiert. Das sind zwei Perspektiven, die ich untereinander verschränke und diesen Verschränkungsvorgang kann man durch diese Kommentierung sehr, sehr gut organisieren. Jeder sagt immer Theorie, Praxis, Graben, bla. Aber man muss ja auch sagen, was machen wir denn jetzt da? Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man darüber nachdenkt, wie man genau diese Verschränkung dieser grundlegenden Perspektiven organisiert. Und das ist also ein Weg, den wir da anstreben. Annotieren und Bedeutung durch Rekommentare kontextsensitiv aushandeln. Ein Riesenproblem im Wissensmanagement war jahrelang, dass man, wenn man einem anderen irgendwas mitteilt, der Kontext fehlte. Also ich habe ihm das mitgeteilt und der sagte, ich kann deine Informationen, die du mir geschickt hast, gar nicht einbetten und verstehen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir den Kontext über das Video sehr dicht beschrieben, laufend auch haben und darin quasi unsere Informationen einbetten. Und das führt halt dazu, dass ich mich mit Dritten sehr gut darüber austauschen kann. Das ist zwar auch nicht 100%, aber 90% reicht. 90 reicht, wo ich sage, ich habe das Video, das heißt, ich bin sehr narrativ da in den Kontext drin und es geht um diese Situation und diese Situation, da ist ein Argument dabei. Deshalb verstehe ich das. So, und das ist die Bedingung dafür, dass ich überhaupt in so einen Aushandlungsprozess kommen kann, also Negotiation, dass ich sagen kann, das ist deine Sichtweise, okay, das ist meine Sichtweise, wir kommen einen Schritt weiter. Videokommentare mit anderen Artefakttypen kombinieren, hatte ich erwähnt, also nicht Videokommentar, es kann ganz viel, aber ich denke, es ist eben auch begrenzt, wie jede Methode begrenzt ist und ergänzt werden muss durch andere Methoden. Aber dass man N-aktiv, symbolisch, logisch als die drei starken Repräsentationsformate nebeneinander laufen lässt, also ein Blogbeitrag ist genauso toll und wichtig wie das Video und ein CMAP kann auch an bestimmten Fragestellungen total gute Big Pictures formen. Aber stellen Sie sich jetzt vor, dass ich sage, ich habe ein CMAP, und ziehe da halt einen Videokommentar ran. Dann kombiniere ich zwei Repräsentationsformate und komme zu ganz anderen mentalen Vorstellungen. Dann habe ich ein Big Picture und kann gleichzeitig an einer Stelle sagen, hier ist ein Video dahinter und ein Videokommentar. Und gerade in dieser Kombination von diesen Artefakttypen erhoffen wir uns in Zukunft auch noch eine verstärkte und vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Sachen. Kompetenzorientierte Aufgaben zu Social Video Learning mit anderen Verantwortlichen der Lehre teilen und verbessern, hatte ich gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Und jetzt kommt der Clou, dass man quasi Pattern, also Mustern, wieder als Social Video Learning, also als Videografie organisiert, um mit anderen darüber über Videokommentare in Austausch zu kommen. Also die Videokommentierung ist jetzt quasi auf einer zweiten Ebene, dass ich quasi, ich habe jetzt hier einen Text mit Videos und irgendwas und das organisiere ich und das videografiere ich ab. Und das gebe ich anderen, sagen, die sollen bitte das nochmal kommentieren. Das ist ein Metadialog. Das ist auch eine sehr interessante, sehr wirksame Form, mit diesen Pattern sich zu unterhalten. All das, was ich Ihnen gesagt habe, hat jetzt verschiedene Ebenen, auf der Tool-Ebene, Konzeptebene und lernparadigmatisch auch Innovationsebene. Also es kommt ganz darauf an, wo man sich jetzt hier verortet. Mir ging es, das sollte deutlich werden, sehr stark darum, so Innovationsmuster anzudeuten. Das geht in der Tat von diesem einfachen Spruch, we stop videos, also von der Frage, wo ist Relevanz? Stopp, das ist für mich jetzt relevant, bis zu der Zusammenarbeit von ganzen länderübergreifenden Kooperationen. Dazwischen gibt es ganz, ganz viele Ebenen, wo Social Video Learning eine Rolle spielen kann. Das ist für mich quasi ein Prinzip, was auf mehreren Ebenen aktiv sein kann. Und warum das Ganze? Impulsgeber für Einbindung in die reflexive Praxis, egal wo, Schulbildung, Führungskräfteausbildung, Unternehmen oder auch die Sporttrainerausbildung oder an der Universität ins forschende Lernen, da glaube ich ein großes, großes Feld, also forschendes Lernen, Studieneingangsphase sind ja gerade so Hype-Themen an Universitäten, wo man sich auch fragen kann, wie kann das Thema Video, Videokommentierung in das forschende Lernen, in Konzepte zum forschenden Lernen eingebunden werden, sowie, das war mein Anfangsmarker, zum interorganisationalen Lernen bzw. Vernetzung von Ausbildungsphasen beitragen. Also warum ist es nicht so, dass in der Lehrerausbildung die ersten, zweite und die ersten, zweite Ausbildung zusammenarbeiten?
warum ist das? Warum können nicht Referendare sich auch kooperieren mit Leuten, die in der Ausbildung sind oder in der Weiterbildung? Also das, was, ich glaube, auch in Österreich eh gefordert wird, die Vernetzung der Ausbildungsphasen, glaube ich, dass man das so mit Videodialogsformeln sehr gut organisieren kann. In dem Sinne, Social Video Learning, nochmal zusammengefasst, so als Take-Home-Message, das eigene Sehen, Sehen lernen ist für mich ein Motto. Und diese Motto haben ja immer so eine Komplexität aufschließende Funktion, dass man sagt, okay, da ist so ein Loop drin. Und es soll uns daran erinnern, dass wir alle in unseren Erkenntnissen, letztlich epistemischen Käfigen sitzen. Also jeder von uns deutet die Welt vor dem Hintergrund seines eigenen Vorwissens, seiner emotionalen Befindlichkeit. Und sich da Land zu gewinnen, etwas zu arbeiten, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für jeden von uns. Aber auch das Wissen darum, dass andere das auch tun und sich auch bemühen, das heißt auch andere in ihren epistemischen Käfigen sitzen, wenn wir das als Kultur etablieren, glaube ich, sind wir einen Schritt weiter bei allen Dingen, die uns wichtig sind. Danke.